Warte, Dominik, du sagt, er kann jetzt gar nichts sagen. Du kannst schon was sagen. Ich weiß aber nicht, ob du unsere Antwort drauf hörst, weil das ist das, was ich eher bezweifle, wenn du keine Konnektion hast, ja. Aber dazu sage ich einfach auf YouTube, auf BLB On Demand. BL Bridged, wie manche es auch nennen. BLB On Demand. Einfach anschauen. Und richtig abspecken. Jack Nicklaus äußert sich dann mit einer sehr lustigen, aber leider auch ziemlich kritischen Statement-Erstellungsmaßnahme. Er sagt, ich habe eine ganz schlechte Connection. Seid ihr auf der richtigen Verbindung? Sind wir? Ich habe gesagt, schau nach. Und du hast gesagt, ja, was gesagt, du, wuhu. Ja, aber... Ja, sicher, es ist alles so wie immer eigentlich. Also ich schiebe die Schuld auf Twitch. Ich schiebe die Schuld auf Twitch. Ich könnte ja auch mal nachschauen, ob ich selber mich... Ja, dann schau nach. Ja, du hast gesagt, los, fang endlich an. Und jetzt, ja, jetzt kann ich natürlich da so mit einem Stream dastehen, mit dem Banjo. Und dann ja, schneid mir raus. Hick. Dann lass mich halt dabei spielen. Genau. Das ist aber nicht. Geht auch! Ja, ich weiß ja nicht, wo ich jetzt lang muss. Wow, da habe ich ihn getotet im Tod. Komm, geht einmal da runter. Okay. Und dann schau, das ganze Mal, du hast den Sandtempel bei Wexi geschafft, gell? Hier kennst du MGS 3, die längste Leiter in Videospielhistorie? Ja, die ist cool. Hast du dich schon mal selber hochgeglättet? Nein, ich habe nur angeschaut, wie das der Florian macht, oder wie der Bruckner, genau. Ja. Ja, oh, der Bruckner. Wir müssen ihn irgendwie in die BLB schon zurückholen. Ja. Was glaubst du, was spielt der jetzt? Ja, ich will natürlich noch fleißig Videos. MGS 4? MGS Ground Zero? Wahrscheinlich. Ja. Kann ich mir so, könnte ich mir vorstellen. Wenn er irgendwas spielt, dann wahrscheinlich MGS Ground Zero! Ja, das ist toll hingekriegt. I'm Clown Man! Ja. Okay. Damit, du weißt eh wohin. Auf Schiff? It doesn't work at all! I'm sorry, Dominic D.D. Aber wir werfen das Versuchen zu reparieren. Also ich muss jetzt da hinein, ja. Dessen bin ich mir schon bewusst. Onk. Beziehungsweise Gregor. Ja, jetzt mal. Okay. Nein, du musst nicht da rein. Schau! Du musst ganz hinten aufs Schiff und dann rein. Okay. Ja, das habe ich schon mal so. Er gibt hier. Graf Zeppelin war immerhin der Erste, der in alle vier Himmelsrichtungen schiffte. Ja. Ja. Ja, weißt du, mein Konzept jetzt für Parapets, aber mal ganz ehrlich. Warte, wir gerade nicht irgendein anderes Konzept zeigen? Ist mir egal! Ah ja, genau, One Piece und Cowboy Bebop Crossover, oder? Das war ist schon lang vorbei. Das war mein Konzept für heute. Ja, hast du schon gesagt, jetzt bin aber ich mal dran mit meinem Konzept für heute. Ja, ich bin dafür, Parappa jetzt zu releasen. Nein, ich würde sagen, 9 Stages. Du kannst aber, und aufgepasst, du kannst mit Parappa und Lemmy und Remy. Weiter. Und. Paul Chuck. Nein, es gibt nur die 3 Playable-Figuren. Nein, es gibt doch. Weil die anderen haben alle ihre eigenen Stages. Ja. Wow, Peach hat jetzt ein eigenes Stage? Nein, Peach. Ja, vielleicht irgendwie, aber wie will man bitte einen DJ-Mode machen? Ja, da kann auch. Geht das? Ja, vielleicht. Das wäre ja eh cool. So. Ja, okay. Ja, da kommt hier was Cooles raus. Okay. Dann kannst du, er wird DJ. Er hat ja so die Schallplatte eigentlich, wo das Lied spielt. Und da kann er die so verändern, gell? Da kannst du das Lied selbst so steuern. Ah ja. Das ist dann so der Bonus-Mode halt. Du kannst es so zu dritt spielen, so Battle. Und dann gibt es auch den DJ, den der dritte Spieler spielt. Ja. Und der macht das so urkomisch dann. Und der macht das wohl kaputt, den Spaß für die anderen zwei Spieler. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall, es gibt 9 Stages. Natürlich, Chop Chop hat die erste Stage, mal wieder. Ja, sicher, sonst wäre es ja kein. Sonst kein Parappa-Spiel. Obwohl ein Parappa 2 der die zweite Stage gehabt, gell? Das heißt, vielleicht ein Parappa 3 dann die dritte Stage? Geht man jetzt nach der Logik oder ist das ein einmaliger Ausfall, Parappa 2? Es sollte wieder. Cheap Cheap vorkommen, weil Cheap Cheap hatte den besten Song im ersten Teil. Hands down, hey, der beste Song, ja. Gell. Es sollten nur viele neue Figuren vorkommen. Es muss eine Chop Chop Stage geben. Eine Cheap Cheap Stage wäre cool. Eine Katie Stage auf jeden Fall. Und wahrscheinlich der MC, der hat immer in den Parappa-Spielen die Final Stage gehabt dann.
muss eigentlich auch wieder so sein. Und dann halt neue Gesichter, weil man will ja nicht alles reusen, nicht wahr? Ja, und auf jeden Fall sollte auf jeder Stage halt einen Brapper-Mode und einen Lemmy-Mode geben. Und einen, irgendwie so einen Remix-Mode. Weil du kennst ja vielleicht das Musikalbum Milk and Make It Sweet. Ja. Ihr hört da zum Beispiel mal die Milk and Make It Sweet-Version von Taste of Teriyaki oder Power Off, Power On an. Das sind ganz neue Musikstrophen, die sich so anhören, als könnten sie im Spiel sein, aber nicht im Spiel sind. Das sind ganz neue Strophen und Melodien drinnen, die nicht im Originallied sind. Und das finde ich cool. Das ist ja schön. Das soll so einen Special Mode irgendwie geben. Das wäre richtig cool. So von jedem Lied halt so. Auf jeden Fall eine Rap- und Gitarre-Version, aber dann noch irgendwie so eine Special-Gitarre und eine Special-Rap oder einfach von jedem Lied, es gibt ja nur 9, was jetzt nicht so viel ist für ein Brapper-Spiel, ein neuer Meilenstein, aber es sollte dann wenigstens von jedem Lied noch mehrere Variationen geben. Ja, so finde ich, sollte das sein. Okay. Ja, es sollte einen Versus-Mode geben, wie in Amchamalemi, aber auch wie in Brapper. Also es sollte beide Variationen geben. Finde ich jetzt. Ja, das finde ich auch. Ich finde das auch, ja. Du hast jetzt eh beide gedrückt. Achso, du willst den anderen dann später drücken. Ja, weil ich glaube, der andere ist einfacher zu. Ja, wahrscheinlich eh. Uiuiui. Lass dir da wirklich die Zeit. Ja. Und Jack Nicholas sagt: No chance! Er sagt: No chance. The stream doesn't work today. Bad day. Funktioniert für dich auch nicht? Warte, ich schau gleich nach, es kommt, ja, no. Sie finden uns nicht und der Film. And that is no good! Ja, weißt du, ich bin glaube ich auf Weidekupfer Gast, ist das okay? Auf Gast? Ja. Nein, das ist nicht okay, da drück mal mit der Maus drüber und schau was. Okay. Okay. Kurze Pause, wir sind gleich wieder für Sie zurück. Nein, weil der Kopf normal bin. Ja, dann passt sie. Ja, passt. Okay, dann kann es ja eigentlich nicht an uns liegen, weil wir haben alles so wie immer, oder? Wir sind nicht schuld! Wir sind nicht schuld! Kann ich weitermachen? Okay, hallo, willkommen zurück zu Banjo und Carol. Und wir spielen das Spiel. Mein Name ist. Und das ist. Anja? Und das ist Tamatun. Hallo, ich bin ja Anja. Wie geht es dir heute? Wie war so der Tag bis jetzt? Sehr gut, ja. Okay. Ja. Und ist das jetzt so das Highlight des Tages oder würdest du sagen, nicht schon, wirklich? Ja, ja, sicher. Aber wenn das Highlight. Das Highlight, wenn das so die beste Stelle deines Tages, vielleicht sogar deiner Woche ist. Schon ein schlechter Tag. Dann ist das schon eine schlechte Woche. Finde ich jetzt persönlich. Weil hier müssen wir Propeller ein- und ausschalten, nur aus dem Grund, ein Puzzleteil zu finden. Ja? Stell dir das vor, was ist das für ein kindischer Bär? Da hat sich ein Puzzleteil zwischen den Turbinen von in einem Schiff verklemmt. Was macht der Bär? Der legt er das ganze Schiff lahm, nur um irgendein Puzzleteil zu kriegen. Ich meine, come on! Ja, aber wer hat jetzt den besten WWE-Theme-Song? Jack Nicholas sagt natürlich Vince McMahon. Shane McMahon. Here comes the money. Here comes the money. Money, 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 money. Dollar. Die Zeit vergeht nicht. Und der Bär. Die Zeit vergeht, doch ich noch schneller. Wow. Ja. Was vergeht schneller als die Zeit? Der Durst, wenn du was trinkst. Der Durst bei Fruchttigern. Das ist die neue Werbung. Ja. Fruchttiger, der gesunde Durstlöscher. Und die Macher waren sich wirklich zu schade, eine Unterwasseranimation zu machen. Ja, siehst du, da lobe ich mir. Da lobe ich mir Kingdom Hearts. Was Jack und Dexter? Ja, da, wenn du auf dem Zoomer einsammelst. Wenn du auf dem Flutflut einsammelst. Das ist das Coolste, wenn du auf dem Flutflut einsammelst. Ich habe aber komplett vergessen, wie das ist. Dexter kommt. Ich glaube, Dexter haut irgendwie das Flutflut irgendwie so raus. Ja, ich glaube irgendwie so. Okay, was fehlt uns da eigentlich noch? Ja, das hast du jetzt. Ich mag die Welt schon mal mehr als diese andere Welt. Ja, ich auch. Die ist nicht so.
wenigstens ist die jetzt nicht so. Ist noch bei Derek von Jack und Nicholas, von Richard und Clank. Na, eigentlich klingt das gar nicht so gift. Und dann flasht das Screen wie crazy. Ja, was ist dein Lieblingssong aus. Der kann nur schon. Ja. Ah ja, ich habe ja gesagt, das neueste Kickstarter-Projekt von diesem Dracula. Welcher Dracula? Ja, der Symphony of the Night. Ich weiß, er will jetzt machen. Irgendwas mit so einem urgenerischen Titel. Aber es ist irgendwie so, der Titel ist so Anlehnung an Symphony of the Night. Irgendwie sowas. Of the Night. Ja, es ist ein Synonym für Symphony of the Night. Irgend sowas. Echt? Ja, irgendwie ist das so komisch. Aber irgend sowas. Ja, vielleicht wird das gut. Vielleicht ist es aber ich bin jetzt vorsichtig mit solchen Kickstarter-Remakes von alten Spielen und spirituellen Successoren. Ich glaube, Martin und Banein entspricht nicht meinen Erwartungen. Achso. Gibt es das jetzt eigentlich schon? Ich glaube eigentlich eh, ja. Aber es ist irgendwie nicht wirklich so toll, wie ich erwartet habe. Bist du dumm? Achso. Nein, es ist robust. Hey, 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 Tom Turbo! Okay, die Teufelchen lasse ich eigentlich immer bis zum Schluss. Ja. Teufel, bis der Arzt kommt. Das heißt, es fehlen aber immer noch... Werden. Naja. Wassen? Hey, Wassen? Es fehlen noch... Wassen. Jetzt passt's. Jetzt passt's. Das geht nicht. Kann man da gar nicht rein in dieses Haus? Nein, kann man nicht. Was waren jetzt noch Anime-Serien, die jeder gesehen hat? Weißt du, was ich bei Sailor extrem komisch fand? Rutsch doch nicht runter, du Bär! Weißt du, was ich bei Sailor richtig seltsam fand? Nein! Wow, ja, dann soll ich dir sagen, wenn du es nicht weißt. Pro-Gamer, ja, komm, sag. Ja, also in Staffel 3, was übrigens mit Abstand die beste Staffel war. Ja. Ja, es war die beste Staffel. Ich muss kurz checken, ob es wirklich die beste war. Es war die beste. Staffel 1 war auch sehr gut, aber Staffel 3 war die beste. Auf jeden Fall war das Ende. Ist da unten eine Tür? War das Staffelfinale richtig genial. Aber was nie erklärt wurde, ist, am Schluss von Staffel 3 opfert sich Sailor Pluto dann, damit die anderen. Nein, weil sie dann kein Planet mehr ist, gell? Nein, das war damals noch keine Rede davon. So. Aber Sailor Pluto opfert sich dann. Weil sie die anderen halt retten will. Und stirbt dann. So scheint es. Sie ist dann in einen Helikopter. Und der explodiert dann. Und ich habe gedacht, aha, jetzt, da stirbt sie jetzt. Ja, was soll sonst sein, wenn ein Helikopter explodiert und sie drin sitzt. Ja, die stirbt. Und dann auch ganz ohne Erklärung kommt sie in Staffel 5 einfach wieder. Das fand ich blöd. Blöd, aber cool. So fand ich das. Persönlich. Du auch? Ja, wow, das ist unfair. Das also würdest du es so finden, wenn du es geschaut hättest? Ja, genau so würde ich es so finden. Ja, nein, ist gut. Dann lebst du noch, nicht wahr? Ja, er lebt noch, er okay. lebt noch. Hm? Einen Maschinenraum geschafft. Das mit dem Kran haben wir auch schon mal gemacht. Blumen sind eigentlich auch Maschinen, denke ich mir manchmal. Ja. Zacharias Bergmann, seine Quote. Toll, 4, das heißt, ich muss 4 bezahlen. Vielleicht. Das ist doch die vierte. Was soll toll überhaupt heißen? Knall, weil das sieht toll aus und so. Super Toll Club! Was war deine Lieblings-Challenge beim Super Toy Race? Dieses komische, wo sie so das Chemielabor irgendwie so betreiben konnten. Hä? Die jetzt hatten so Handschuhe. Das aua! Jetzt hab ich meinen Hals verrissen. Aber ja, wirklich, das gab's. Kann mich fast. Ich hätte mich jetzt gar nicht erinnern können, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest. Es gab das Luftballonmeer, das hab ich gehasst. Dann gab es am Schluss das, wo sie auf diesen Drehdings sind. Geil, weißt du noch? Ah ja, genau. Und das war dann so. Dann mich hat es aber nur gewundert, dass beim Luftballon mehr nie jemand auf die Goschen geflogen ist. Sind schon 5 feet. Sind da Köpfler runtergesprungen? Ja, die meisten, ja. Aber dass die Luftballon das so abbremsen, mich hat mich eben nie getraut reinzuspringen. Jedenfalls gab es dann das, wo sie drehen müssen. Am Schluss die Wand, wo sie die Dinge einsammeln müssten. Und dann gab es wirklich auch sowas, wo sie irgendwie so umschöpfen mussten oder irgendwie keine ja, Säure. Ja, die Wand, weil sie das nicht hatten, dann konnten sie nicht in die Spiele. In die Bestseller-Abteilung. Ja, da gab es ja noch Fahrräder in der Special-Abteilung. Da gab es auch Memory-Cards und Controller.
Ich weiß, da gab's alles. Schon wieder! Warum ist eigentlich der Schnabel nicht stark genug für den Wurm? Jetzt hat er ihn schon. Aber. Ist eigentlich ein Witz. Aber ist das irgendwie jetzt. Gemein? Ja, schon. Gemein? Nein. Ich fand das nie richtig. Aber was war besser, Q-Bot oder Super Toy Club? Ja, Q-Bot war eigentlich nur die Millionen-Show mit, wie heißt Kinder? Mit Commander David. Achso, ja. Armin Assinger. Stimmt also, eigentlich. Das ist eigentlich schon vergessen. Das coole Feature bei Q-Bot war, ja, dass sie immer tiefer runtertauchen. Ja, es war doch besser als die Millionen-Show. Ja. Das war wirklich eine coole Idee. Weißt du, was auch cool war? War einer gegen 100. Das war eine Quiz-Show. Wie ging die? Da hat einer gegen 100 einen Quiz gemacht. Da stellen sie eine Frage und dann sieht man von den 100, wie viele ausstellen, wie viele haben es nicht gewusst. Ah ja. Ja. Und wer hat es nicht gewusst? Ja, es ist wie die Millionenshow, nur dass auch 100 andere noch mitspielen, die dann keine Ahnung was bringen. Ich glaube, er gewinnt erst, wenn er der Letzte ist, der übrig bleibt. Oh, der Hauptkandidat.